Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, von Köln bis Kleve, von Aachen bis Paderborn, von Münster bis Dortmund, und ich könnte und müsste noch so viele Städte aufzählen. Es ist einfach großartig, wie viele Menschen, wie viele Tausende, Zehntausende gerade auf die Straße gehen, demonstrieren für unsere Demokratie, wie das parteiübergreifend machen und gerade nicht die parteipolitische Profilierung nach vorne stellen, sondern gemeinsam auf die Straße gehen. Ich finde, das ist so großartig. Denn wir alle machen uns gerade Sorgen um unsere Demokratie. Menschen haben Angst vor den rassistischen Deportationsplänen, die ihre Freundinnen, ihre Familienmitglieder treffen würden. Sie machen sich Gedanken, ob sie aufgrund ihrer Hautfarbe, ihrer Religionszugehörigkeit das Land lieber verlassen sollten, bevor es zu spät ist. Sie haben Angst davor, irgendwann in einigen Jahren in einer Diktatur aufzuwachen. Allen, die Angst und Sorgen haben, sage ich, ihr seid nicht allein. Wir stehen zusammen. Wir stehen an der Seite mit denjenigen, die von den Rechtsextremen nicht erwünscht sind. Und ich sage ganz klar, ihr gehört hierhin. Ihr seid Teil dieser Gesellschaft. Und gemeinsam Seite an Seite kämpfen wir für unsere Demokratie, für Vielfalt, für Menschenrechte. Die Demonstrationen machen mir Mut. Aber ich sage auch ich mache mir Sorgen. Zu viel ist schon passiert in diesem Land. Rechtsterroristische Anschläge, eine unentdeckte Mordserie, Umsturzpläne von militanten Verschwörungstheoretikern. Die rechtsextreme Gefahr ist hoch und sie steigt mit jedem Hasskommentar im Netz, mit jedem weiteren Prozentpunkt für die AfD. Denn Stimmungen der Gesellschaft dienten schon immer der Legitimation für rechtsextreme Gewalttaten. Dass eine rechtsextreme Partei in der Herzkammer der Demokratie sitzt, ist unerträglich. Eine Partei, die mit der militanten rechtsextremen Szene eng vernetzt ist, die immer aggressiver, und wir erleben das in jeder Plenardebatte, die immer aggressiver gegen Minderheiten hetzt und die Deportation von Menschen mit Migrationsgeschichte zum Ziel hat. Dass die AfD-Landtagsfraktion an ihrem Sachverständigen festhält, der an dem Geheimtreffen teilgenommen hat, das wundert eigentlich schon nicht mehr. Nichts anderes haben wir erwartet. Aber es muss uns empören. Es darf uns nicht gleichgültig sein, dass hier eine Partei sitzt, die offen rechtsextreme Positionen bezieht. Niemals darf Rassismus Normalität werden. Immer braucht es den Widerspruch von Demokratinnen und Demokraten. Die AfD ist eine Gefahr für unsere Demokratie, aber unsere Demokratie ist stark und sie ist wehrhaft. Das Grundgesetz wird in diesem Jahr 75 Jahre alt, aber es ist nicht in die Jahre gekommen. Unser Grundgesetz sieht Instrumente vor, um gegen die Feinde der Demokratie vorzugehen. Wenn die rechtlichen Voraussetzungen für die Instrumente unserer wehrhaften Demokratie vorliegen, ja, ich finde ja, dann sollten wir sie auch anwenden. Aber, und ich sage da auch ein Aber zu, aber weder diese verfassungsrechtlichen Möglichkeiten noch die großartigen Demos, weder auf das eine noch auf das andere dürfen wir uns ausruhen. Denn 8% der Bevölkerung hat ein rechtsextremes Weltbild. Denn 20% der Bevölkerung ist offen dafür, die rechtsextreme AfD zu wählen. Deshalb wird uns die Auseinandersetzung mit der rechtsextremen, völkischen, nationalchauvinistischen Ideologie noch Jahre und Jahrzehnte beschäftigen. Und wir dürfen dabei nicht nachlassen. Die aktuelle Demokratiebewegung ist Auftrag an uns demokratische Politikerinnen und Politiker, noch entschiedener gegen Rassismus, Antisemitismus und Rechtsextremismus vorzugehen. Und ich finde, gerade jetzt müssen wir
Solidarität mit denjenigen zeigen, die vom rechtsextremen Menschenhass ganz konkret betroffen sind. Antidiskriminierungsarbeit ist ein Auftrag aus dem Grundgesetz. Wir werden sie in Nordrhein-Westfalen weiter stärken. Wir als Politikerinnen und Politiker tragen Verantwortung dafür, wie wir über Herausforderungen sprechen und wie wir ihnen begegnen. Die Aufnahme von Geflüchteten ist so eine Herausforderung in unseren Kommunen. Aber Menschen, die vor Krieg, vor Gewalt fliehen müssen, sind nicht die Ursache für das Erstarken einer rechtsextremen Partei. Wir wollen und wir werden unsere Humanität nicht aufgeben. Wir müssen die vielfältigen Maßnahmen des Landes gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus weiter stärken und verstetigen. Und wir müssen über neue Wege nachdenken. Der Hass im Netz ist ungebremst. Und seien wir ehrlich, wir alle sehen nur die Spitze des Eisberges. Die Mobilisierung über Telegram seit der Corona-Proteste, die Hassvideos auf TikTok, die enthemmten Debatten in Online-Foren. Wir müssen uns der digitalen Welt widmen, um Opfer in der analogen Welt zu schützen. Das ist eine Aufgabe der politischen Bildung und der Medienkompetenz ebenso wie der Sicherheitsbehörden. Und wir müssen auch die Digitalunternehmen in die Pflicht nehmen, ihren Beitrag zu einer friedlichen und freiheitlichen Gesellschaft zu leisten. Wir dürfen das Internet nicht den Rechtsextremen überlassen. Und unsere Sicherheitsbehörden sind gefragt, denn die größte Gefahr für unsere Demokratie kommt von rechts. Und ich vertraue darauf, dass Polizei und Verfassungsschutz, militante Rechtsextreme, radikale Geldgeber, brandgefährliche Verschwörungstheoretiker und Holocaust-Leugnerinnen genau im Blick haben. Wir setzen auf Auseinandersetzung und auf Prävention. Wir gehen aber auch mit der vollen Härte des Rechtsstaates gegen rechtsextreme Umtriebe vor. Die Verteidigung unserer Demokratie, und um nichts weniger geht es gerade, ist unser aller Pflicht. Und das Aufstehen der bisher vielleicht schweigenden Mitte, das macht Mut, dass so viele Menschen jetzt auf Demos gehen, die vielleicht vorher noch nie auf einer Demo waren. Das macht richtig viel Mut. Und wir setzen gemeinsam mit vielen Bündnissen und Initiativen, mit Gewerkschaften und Unternehmen, mit Religionsgemeinschaften und Jugendverbänden ein Zeichen für eine starke Demokratie. Gemeinsam werden wir diese Demokratie verteidigen. Wir werden dieses Land nicht den Verfassungsfeinden überlassen. Vielen Dank, Frau Kollegin Schäffer. Und für die FDP spricht Ihr Fraktionsvorsitzender, Herr Höhne.